Ich sage wieder ein herzliches Servus und darf auf die Frage des Hubert B. eingehen. Wir haben hier einen Raum, wo immer wieder Schimmel an der Außenwand auftaucht. Wir sind wieder zurück bei der Physik. Die Physik wird uns hier der gute Ratgeber sein, warum entsteht Schimmel und wie kann ich dem vorbeugen. Wenn ich die Konvektionswärme, und das ist jegliche Heizungsform bis auf Infrarot, verwende, kann es bei schlechter Außenwanddämmung am kältesten Punkt, kommt es zu einem Kondensat, die Feuchte des Raumes, die Feuchte des Luft, der Luft wandert Ihnen in die Bausubstanz hinein und wird irgendwann einmal zu Schimmel führen. Wie kann ich dem vorbeugen? Das ist also eine Betrachtung, die ich mir dementsprechend für den gesamten Raum anschauen muss. Infrarot ist hier eine grundlegende Heizform, die sehr, sehr gut Schimmel entgegenwirkt, weil sie physikalisch einfach das Prinzip der Heizung umdreht. Wir haben hier keine heiße Luft mehr, die an einer kalten Außenwand kondensieren kann, sondern wir haben eine Strahlungswärme, die zuerst die Oberflächen für Sie erwärmt und es fast unmöglich macht, dass Sie jemals in Ihrem Leben mit Schimmel zu tun haben werden.